Roger. Auf dem Weg. Ja, los geht's. Mit dem NEF First Responder, ne? Super, wunderbar. Da freut man sich doch. Ja, klar. Höre. Ach, nur weil du zu faul bist, gleich wieder aufzufüllen, oder was? Ein bisschen. Höre, schon unterwegs. So. Den am Bahnhof, der wird versorgt, ne? Ja. So, dann fahren wir mal ins Seekrankenhaus. Höre. Auf dem Weg. Wird umgehend durchgeführt. Muss der Notarzt ja nicht begleiten. Wie viel hatten das Seekrankenhaus, ne? Warte mal. Kann ich dir sofort sagen? Das wäre schön, wenn das bei mir auch aufkommen würde. 20 Betten, du. Boah, ist ja wunderbar. Auf dem Weg. So, abgearbeitet. Das ist alles safe hier, so, wunderbar. Ich sehe hier gerade auf meinem Zettel, haben wir die Frage mit der Leitstelle schon beantwortet? Nee, ich glaube diesen Versuch noch nicht jetzt. Nee, ne? Nee. Okay. Da ist eine Frage aufgekommen, und zwar, warum nicht jeder eine Leitstelle von uns nimmt, ja, wenn wir gerade zu dritt spielen oder ich hab da was irgendwie. Okay. Oder zu viert, keine Ahnung. Wir sprechen uns vorher immer ab, wer was nimmt. Und wir achten jetzt nicht darauf, ob jemand zwei Leitstellen hat oder nicht. Es geht ja auch ein bisschen darum, ob überhaupt jemand Lust hat, diesen Leitstellenbereich zu spielen. Weil einige wollen nicht die Feuerwehr spielen, einige nicht die Polizei. Aha. Und so sprechen wir das halt vorher immer ab, ja. Und ob dann einer zwei Leitstellen hat, ist uns eigentlich relativ egal oder den anderen. Ist, ja. Vom Grundsatz, wer Bock hat auf irgendwas, der soll das halt spielen und dann... Ja, sofort. Dann sehen wir weiter. So sieht's aus. Ja, Roger. Wird umgehend durchgeführt. Höre. Oh, mein KTW kommt wieder. Yes! Aber hey, der kann direkt in Bereitstellung. 1:20 Uhr, du. Es lohnt sich das auch überhaupt nicht mehr, noch Feierabend zu machen. Nee, das da kann man ja besser bis morgen früh durchmachen. Da kannst du ja gleich wieder auf das Auto gehen. So, ich hau mal wieder einen Boost raus, ne? Jo. Das wird mir doch ein bisschen zu ruhig hier. Wenn der denn funktioniert. Wenn er funktioniert. Aber gleich kriegen wir eh ein Problem, weil ich habe jetzt auch diverse Rettungswagen einfach nach außerhalb geschickt. Ja, nicht mehr verfügbar, ne? Ja. Sehe ich nämlich gerade auch. Ich habe zum Beispiel oben nichts mehr. Nichts, ja. Aber weißt du, was jetzt kommt? Jetzt kommt hier erstmal... Ich glaube, mein NEF kann ich eh nicht mehr alarmieren. Und das ist auch noch eine Türöffnung, glaube ich. Hast du da was frei? Jo. Ich schick mal gleich mit. Ich kann es mir vorstellen. NEF schickst du von unten hoch, ne? Ja. Ja.
Ja, Wahnsinn. Guter Riecher, guter Riecher. Ja. Sofort. Höre, bin unterwegs. Ja, bin unterwegs. Ach, schön, so eine nächtliche Türöffnung hier. Wer träumt da nicht von? Ja. Finde ich auch mal sehr gut, dass du das alles so professionell ausleuchtest. Ja, ne? Vielleicht top. Klar. Nicht, dass noch einer stolpert. Los geht's. Schon unterwegs. Wäre halt richtig cool, wenn dann noch diese RTS-Mod so nebenbei drin wäre, ne? Ja, mit so die und so. Ja, genau, wenn du so die Patientin noch so behandeln willst, wenn du sagst, jo, ach ja, nee, jetzt habe ich mal Lust, was zu machen, weißt du? Das wäre richtig cool. Ja, müsste aber dann, ne? Das ist schwierig, ne? Ja, kannst du wahrscheinlich nicht machen. Sprengt das Spiel. Ja. Was gibt's? Dürfte halt auch nicht verpflichtend sein, ne? Weil nee. Sonst. Nee, das meine ich ja, nur wenn du Bock hast oder nicht, also. Was machen? Ne? Ja? Höre. Wird umgehend durchgeführt. Bin unterwegs. Ja? Ist in Arbeit. Ich denke, der Notarzt muss begleiten. Grenzt das Rohr. Irgendwie, ich brauch was. Was brauchst du? Ach nee. Nee, der ist der erste Morgen früh wieder einsatzbereit. Oh nee. Nein, schick ich dir. So, guck mal her. Da kommt der. Aber so lange wartet das HLF jetzt nicht, das rückt jetzt wieder ein. Okay. Der bekannte Fehler. Wieso, was hast du gemacht? Ja, die Bank. Keine Ahnung, manchmal wenn der Lichtmast hochgeht und wieder runter, dann kann ich Leute nicht mehr einsteigen lassen mit der 1. Na. Alles ruhig im Biberfelde hier, ne? Joa, ganz entspannt. Sonst versuch nochmal einen Boost rauszuhauen. Kommt. So. Ja, bin unterwegs. Ja. Bin unterwegs. Wunderbar, wunderbar. So. Der Doktor wartet, Übergabe. Ach, Menschenskinder. Was ist los? Komm, dann erzähl mal. Moin, Hermann. Moin. Haben wir die gleichen Jacken an heute, wa? Der hat Bauchschmerzen. Bauchschmerzen, ne? Bauchschmerzen.
Da muss hier wieder so ein Trara rumgemacht werden, ne? Ja. Dass ich extra von außerhalb im ITW kommen muss. Ja. Du, ich bin der Inge. Beste. Moin, moin, Gott. So. Komm. Dann fahren die jetzt auch Rechtfunkseekrankenhaus. Was ist mit dem Wald? Ist das wieder offen? Doch, habe ich nicht wieder aufgemacht, aber ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht wieder geguckt. Waldkrankenhaus, Intensiv 4, Normal 2. Ja, nee. Komm. Zwei Betten, die sind eh für morgen reserviert, da kannst du jetzt auch keinen hinschicken. Ja, das richtig, ist, das ist ja so eine Sache, ne? Ja. Oh, stimmt. Geil. Bist du da was? Ja, yeah, Mann, Party! Ja, sicher, ich zieh was mit hoch. Top. Ich würde sagen, die Bude wird geräumt, ne? Oh, gut. Also das ist ja heute, ist ja Wochenende nach so einem fetten Fußballspiel hier. Da kann doch das mal Action sein, ne? So, auf geht's. Das ist ja genau meine Mucke, ne? Ja, schick ich. Top. Ah, Drehleiter. Welches Gebäude ist das denn? Das hintere, ne? Das ist direkt das erste. Also da, wo du direkt... Ja, ja, genau, ja, ja. Ja, ich muss auch Verstärkung machen. Ja? Unterwegs. Wird gemacht. Ja? Jao. Erstmal umstellt hier. So. Höre, bin unterwegs. Auf dem Weg. Nein, jetzt sag nicht, das ist die hintere, ey. Oh nein! Wieso, das ist doch die direkt hier vorne liegt? Ja, nee, ich bin gerade in der anderen Einsatzstelle. Das ist das hintere Gebäude. Ich dachte, das wäre das vordere. Ja, schade, ne? Sag dir sofort, wann ich hier einsatzbereit bin. Ja, ist in Arbeit. Schon unterwegs. Wird ausgeführt. Höre. Auf dem Weg. Schon unterwegs. Was gibt's? Erstmal muss ich ein bisschen Kobe kümmern darum. Ja. Wenn sie schon Rehe ist. Nee. Oh nee, Alter. Oh, passt. Weißt du was? Auf geht's, komm. Stürm? Was gibt's? Ja, auf geht's, komm. Rein da. Ja. Na, ich kann mit den anderen Polizisten da gar nicht reinschauen. Die Mucke weg. Oh. Oh. Ah, komm, aufsitzen. Haben wir wunderbar gemacht. 1A. Ja.
Okay. Okay. Ja, schon unterwegs. So. Wird ausgeführt. Wird umgehend durchgeführt. Ist okay. Also meinetwegen kannst du auch gerne wieder einen Boost raushauen. Ja, habe ich aber gerade schon. Ja? Ja. Wir warten den Einsatz mal eben ab, nicht, dass da gleich irgendwas. Ja. Ja? Sofort. Das ist ein Witz. Mein Gott. Ja, gut, das dauert jetzt aber noch ein bisschen, ne? Die ist ja gerade erst Richtung See unterwegs. Ja? Sofort. Ja, ist halt so, ne? Ach du, der muss auf dem Feldrennen noch 3/4 Stunde gewartet werden. Ja. Oh, Mensch. Liest das gerade, was oben durchläuft? Ja. Ja, sauber, du. Ja, dann kannst du mal erstmal den. Erstversorgung zum Krankenhaus, ne? Ja, du, Florian Bieberfelde 4-1-NW1. Den kannst du gleich erstmal abmelden. Oder 2-NF1, ja auch. Herrlich, ne? Ausgerechnet jetzt macht er erstmal Desi. So, mal der Taschendiebstahl, ne? Was für ein Taschendiebstahl? Ist der abgehakt bei dir? Nee. Wo haben wir den denn rumfahren? Sitzt der in irgendeinem Streifen, ne? Oh, warte, ich wüsste eventuell in welchem. Warte. Jo, ich hab ihn noch. Ups. Die ganze Zeit mit Streifen. So, Adipose Patient, der steht jetzt im Krankenhaus. Direkt vorm Krankenhaus. Aber weißt du was? Das sind eh abgemeldet, kannst du damit eh weiterfahren. Ja, macht ja nichts. Ja, du. Zur Erstversorgung. Ja, gut. Dann warten wir es mal ab. Du sagst Bescheid, wann er kommt, ne? Ja, dauert noch ein Weilchen. Tja, ist man so. Hubschrauber ging ja nicht, ne? Nee. Ja, Pech gehabt. Pech gehabt. So. Oh. Nee. Leider noch nicht. Ach so. Die Alarmierung läuft nicht wieder durch. Ich hätte wohl Bock auf ein Feuer, ne? Wäre geil. So, sehr Rettungsdienst. Bisschen größer. Ja. Dann Zivil hat auch so ein bisschen vergessen, wo er lang muss, ne? Ja? Ich habe mehr Probleme mit dem scheiß Motorrad gerade hier. Wo ist denn das zivile Fahrzeug? Ach, hier. Jetzt fährt er gerade rein. Ja, die sind ja auch schon lange unterwegs. Die können jetzt auch mal Pause machen. Wow! Du sag mal, ich glaub, du musst. Achso, nee, jetzt, okay. Ja, was gibt's da? Traum. In Badehose. Ah, oh, das ist bestimmt ein psychisch kranker Patient. Du, der ist bestimmt aus der Psyche abgehauen. Ja, mit Sicherheit. Ich meine, was gibt's dort für einen Grund, draußen in Badehose rumzulatschen? Ja, in der Ecke hier. Ja.
Wir sind hier nicht im Freibad. Hier muss ich was angezogen werden. So sieht das aus. Höre. Los geht's. Was geht schon unterwegs? Asistoli. Boah, das krieg ich noch hin. Das ist in dem Bahnhofsgebäude, ne? Ja. So. Was gibt's? Bin unterwegs. Wird ausgeführt. Wird umgehend durchgeführt. So. Ist der ITW unterwegs? Nee, noch nicht. Ich hab's gerade nochmal probiert. Dauert immer noch. Die sind noch beim Saubermachen. Aber mittlerweile kann das Waldkrankenhaus wieder versorgen. Also den können wir gleich hinfahren. Okay. Ja? Ja. Schauen wir mal, wie schneller ist. Gucken, wie schneller ist. Ah, du. Na, wer rettet den Krieg? Knapp. Abwarten. Oh. Du. Dann mach du das, Mann. Höre. Roger. Das war doch ein Traum jetzt. Roger. Kannst du mir immer wieder sagen, ich freue mich schon richtig auf Bieberfeld The Next Generation. Aber hallo. Oh. Das wird geil. Wo läuft dein Typ mit der Trage? Achso. Ja, der hat so ein bisschen gebuggt. So, auf geht's. Mal eine aktuelle Zeit. Eine aktuelle Zeit? Ja, so wie lange wir jetzt schon diese Folge aufnehmen hier? Du, ich kann es ja gar nicht ganz genau sagen. Ich sehe gerade nur, wie lange wir schon in Skype sind, aber. Gut. Der ITW kann jetzt endlich mal kommen. Ja, wunderbar. Also, der ist alarmiert. Ja, Freiwillige, ne? Aber auch noch das langweiligste Feuer, was wir haben können hier. Aber ich glaube, gleich ist sowieso mal ein gutes Ende für die Folge. Ja. Überlegen wir uns gleich nochmal was und dann. Ah, ich hab schon ein gutes Ende. Wieso? Ich hab auch schon eins. Ja? Ja. Haben wir vielleicht das gleiche? Ich weiß es nicht. Aber eigentlich kennst du es schon. Ich finde, das können wir ruhig mal wieder machen. Hm.
Ich sag, also ich hab die Idee mit die schwarze Wand. Die schwarze Wand. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, worauf du hinaus willst. Ja. Vielleicht Surprise? Ich glaube, dein ITW kommt gerade. Jo, der ist da. So, dann machen wir eben Übergabe hier. Ich glaube, dein NEF musst du eben hochziehen, sonst. Ja, ich fahre gleich runter. Ich fahre gleich runter. Achso. Ja, bin unterwegs. Umgehend durchgeführt. Ja, Fraktur, ne? War der das überhaupt? Ne, so ein grober Kreislauf. Von oben gerettet mit Drehleiter, bla bla bla. Tschüss! Tschüss, tschüss, tschüss. Boah, die Feuerwehr ist schon da. Boah. Alter, krass, wie kann's? Boah, ey. So. Und die Fahrzeuge endlich wieder frei. Wunderbar. Gut abgearbeitet, Herbie. Danke, danke. Also, was hast du denn jetzt für eine Idee? Ach du, eigentlich die von gestern, ne? Ach so. Ja, die machen wir. Ja? Ja. Also. Lass mal ein Fahrzeug eben einrücken, damit wir es ganz genau. Genau. Ganz vernünftig alles. Dann machen wir die schwarze Wand beim nächsten Mal. Ja, okay. Hast du den Debug? Natürlich. So. Dann bin ich mal gespannt. So. Okay. Okay. So, letzter Einsatz, dann beenden wir diese Runde. Oder ich glaube, du musst mal auslösen. Bei mir funktioniert es nämlich gerade nicht. Probier nochmal. Bauchschmerzen, yes! Jo, letzter Einsatz, jetzt geht's los. Ne, Quatsch. Wo sind die Bauchschmerzen denn? Jetzt. So. Boah, wieder drehen. Ach Mensch. Ja, du schickst deinen Drehleiter hin und ich guck mal, was auf der Autobahn so abgeht. Ja, genau. So, auf geht's, go. So. Oh, was ist da denn passiert? Oh nein. Nimmst du den AB Gefahrgut mit, dann nehme ich den AB Atemschutz mit. Ja, natürlich. So, wunderbar. Auf geht's. Dann kommt von der Wache 2 der Rüstzug. Machst du die Autobahn dicht? Ja, ich mache auch mal Einsatzstopp, oder hast du schon? Nee. Okay, ABC-Erkunder kommt von oben auch runter. Oder was heißt von oben? Da steht ja schon fast da. Autobahnpol schickst du auch. Ja, Autobahn machen wir dicht. Höre, mitgemacht. Ach komm, ich schick die SIGO. LNA kommt auch. Einsatz ist gestoppt. Wird ausgeführt.
Okay. Ach so, Deckung könnte ich ja eventuell auch mal rausjagen. So. Autobahn Pool hast du unterwegs, ne? Er müsste gleich da sein. Okay. So. Ätzender, giftiger Stoff. Ja, siehst du, Mann. Du bist da, ja? Jo. Ja. Höre, so. Ich mach mal beide Autobahnseiten zu, ja, dann können wir auch auf die andere Seite fahren. Genau. Hast du einen TLF frei, weil sonst kannst du von der anderen Seite mit dem TLF eben. Ich fahr mit dem HLF rüber. Schon unterwegs. Ätzend, giftiger Stoff. Ja. Stoff mit Wasserniederschlag. Cool. So. Das mit der Autobahn, das erinnert mich gerade so ein bisschen an hier die letzte Doku da mit Feuerwehr Gelsenkirchen. Mit dem Scheiß. Ja, ja. Exakt. Exakt dieselbe Geschichte, du. Finde ich übrigens. Richtig geile, richtig, richtig geile Dokumentation. Sag mal, hast du eventuell gerade noch jemanden. Wie war das Einsatz, unter CSA oder PA? Das war, warte, ich guck nochmal. Das müsste PA gewesen sein, ne? Aber wahrscheinlich war es CSA. Gifte weiträumig absperren, Stoff mit Wasser niederschlagen. Ich müsste nämlich wahrscheinlich mal, beziehungsweise, guck mal, ob du mit dem Schnellangriff da eben das Fahrzeug kühlen kannst. Ja. Hast du den AB-Gefahrgut unterwegs? Der ist unterwegs. Ich weiß nicht, ob ich in den Bereich jetzt reinkomme, wenn ich da hingehe. Guck eben, ob du ein bisschen was kühlen kannst. Das sollte ja wohl klappen. Ja, klappt. Ja, aber das Auto was brennt, ne? Nicht den LKW. Alles klar. Ah, mach ich anders. Ich gehe mit PA rüber. Wenn du nicht Feuerlöscher mit dem Bild ist. Ja doch, das Auto kann gekühlt werden von hier. Okay, top. Ist ja nur die Frage mit dem Wasser gleich, ne? Ja. Guck mal, ich habe jetzt einen Feuerwehrmann Wagen zum Hängen geschickt, aber der ist auch weg. Ja, mein TLF kommt. Okay, ja, wir wollen auf jeden Fall einen Degon. Wechsellader ist da. Oh, ich sehe es schon, ja, alles klar. Also CSA und Ziel, ja. So. Hast du den ABG-Fahrgut da? Ja, und ist den auf meiner Erkundungskraftwagen, Seite. Der muss auch rüber. Höre, auf dem Weg. So. Warum kommt hier jetzt, ich wollte sagen, noch ein Auto durch? So. Ja? Ja gut, da tut mir leid. Der hat sich den Anweisungen des Einsatzleiters widersetzt. Auf dem Weg, verstanden. Wer? Mein Kollege da von der Flurwehr. Höre. Also wir können nur mit CSA hin, ne? Ja. Okay, also brennen tut auf jeden Fall nichts mehr, ist ja schon mal. Höre. Okay. Du sonst zur Not noch einen RW unterwegs? Nee, gerade nicht. Ja, okay. Der SEG hast du doch, oder nicht? Ja. Höre. Höre. Wird gemacht. Höre. Okay. Ich hab gerade einen Schutzanzug. Ich find's auch irgendwie
Bisschen seltsam, dass du keine CSA auf dem DKP hast. Also. Ja. Mag spieletechnisch vielleicht ein bisschen anstrengender sein, aber ich finde so einen oder zwei hätte man ruhig eben drauf bauen können. Ja, das stimmt. Höre schon unterwegs, los gemacht. Okay. Hey, das sieht ja richtig schick aus hier. Mhm. Da muss ich erstmal ein Thumbnail machen. So. Wo ist meine Autobahnpolizei eigentlich? Hier. Okay. Ja, erster Feuerwehrmann. Auf dem Weg. Was versucht er denn jetzt wieder zu latschen? Ja, schon unterwegs. Okay, Kürbisschere Spreizer? Ja. Ja, du kannst ja auch ohne CSA jetzt. Vor. Okay, wunderbar. Bin unterwegs. Gut. RTW hast du da oder nicht? Ja. Zwei RTWs da. Einen müsstest du vielleicht eben noch. Jo, kommt. Schicken. Ach, mein LNA ist auch hier, sehe ich gerade. Ja. Ach, ist das schön, ey. Ah. Ich habe gerade keinen RTW frei. Keinen? Ja, nein. Dann kommt das LRF. Dann kommt. Uff. Ja, im Weg. Ich gehe ins Zelt, ne? Ja. Sogar beide noch. Ach, schön, ne? Okay. Aber gut gemacht. Ja. Ich finde, Herbie, diese Einsatzstelle hast du gut koordiniert hier. Ja, dankeschön, dankeschön. Ist immer ein bisschen schwierig hier auf der Bahn, ne? So, ja, so wenig nur, Platz. Du. Wir sind alle Profis, ne? Das kriegen wir hier. Okay. Dein 3er RTW ist gerade angekommen oben auf Autobahnbrücke. Kannst du nach unten ja. Rüberschicken. Komm runter. Komm runter, ey. Yo. Kannst rausfahren, wenn du willst. Warte ich nämlich hier vorne, bis du mit deinem RTW weg bist, dann fahre ich rein. Okay. Ja? Auf dem Weg. So. Wunderbar, das hat doch 1A funktioniert. Ah. Ja, weißt du was, ich bleib hier eben stehen, das passt ja wohl. Ja. Bin unterwegs.
Letzter Patient, ne? Schick genug. Ja, Bad 03. Auf dem Weg. Der Kollege von der Feuerwehr, den habe ich schon mitgenommen. So, und schmeiß ich dann Elena mal raus. Jo. Notarzt hast du? Ja, den kann ich dir geben. Ja, dann lasse ich den Elena nämlich da einrücken. Ja, das ist viel zu wichtig, um hier einfach Arztbegleiter zu machen. Eben. Eben. Ja. Top, dann kann die Einsatzschwere zurückgebaut werden. Ja. Ja, fachgerecht abgearbeitet. Also so. Ein erfolgreiches Ende, würde ich sagen. Jo, du, das sehe ich auch so. Alle Verletzten unterwegs. Das Abschleppen alleine ist ja jetzt auch irgendwie langweilig. So. Ja. Freunde der Sonne, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und ja. Schalt zum nächsten Mal wieder ein, ne? Ja. So. Tschüss. Tschüss.